Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Strike Force Kitty Last Stand. In der letzten Folge haben wir das ja schon mal eine halbe Stunde gespielt beim letzten Let's Flash. Wer es nicht gesehen hat, der Link dazu ist auch nochmal in der Beschreibung. Und heute spielen wir halt nochmal ein bisschen weiter. Erstmal hier aber gegen Coonzilla spielen. Weil einige Leute haben sich echt gewünscht, dass ich davon einige mehr Folgen mache. Das war ein komischer Satz, aber ist ja auch egal. Und aus diesem Grund mache ich jetzt einfach nochmal noch mehr Folgen. Wir werden hier jetzt einfach mal richtig OP. Und mein Ziel heute... Ich habe heute mal ein Ziel in diesem Spiel. Ist es, so viele Naruto-Charaktere wie möglich zu bekommen? Einen haben wir schon, leider erst einen. Aber ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall noch mehr. Auf jeden Fall kriegen wir noch einen Sasuke. Guck mal, hier haben wir auch noch ein paar Ninjas, die können wir auch mal reinnehmen. Und der hat 17 Verteidigung. Oh ja, da tauschen wir den schon mal aus. Was soll das darstellen? Wer soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, meine Kommentare schreiben, wer dieser blaue Typ da ist. Der hat auf jeden Fall irgendeinen Schwanz hinten. Aber ich weiß es nicht, wer es ist. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Haben wir noch einen neuen bekommen, aber das war kein Naruto-Charakter. Ich will jetzt wirklich nur Naruto-Charaktere. Weil ich habe gestern die ganze Nacht wieder Naruto geguckt und jetzt bin ich wieder im Naruto-Fieber. Und Naruto ist ja schon cool. Die haben ja auch schon den einen Naruto hier. Aber wir kriegen gerade nur komische Schwertleute. Keine Ahnung. Irgend so ein Barbaren. Oh, Iron Man wäre natürlich auch geil. Iron Man, habt ihr die Filme gesehen von Iron Man? Ich fand die richtig gut. Den zweiten sogar noch besser als den ersten. Fand die richtig toll. Tja, was haben wir hier so? Was ist das denn? Was ist denn das oben rechts? Beziehungsweise in der Mitte, der schwebt so komisch. Was soll das sein? Man weiß es nicht so genau. Aber wir können wieder upgraden. Beziehungsweise, was können wir sonst noch so machen? Ach so. Nee, machen wir noch nicht. Was wollen wir denn upgraden? Ein paar mehr Fische? Wir machen mal, dass sie noch ein bisschen schneller angreifen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Oh, zweiter Tank. Zweiter Boss, Kuhn Tank. Okay, interessant. Der greift zumindest die ganze Zeit gerade unseren Verteidigungstypen an. Das ist recht gut. Oh nein, unser Verteidigungstyp ist gestorben. Oh, das kann knapp werden. Nein! Fast wäre unser zweiter Typ hier wiedergekommen. Verdammt. So, dann lass mal gucken. Ist nämlich schon wieder zwei Tage her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Vielleicht haben wir schon irgendwas, was besser ist als vorher. Hm. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Hier sonst doch 17. Nehmen wir den. Ist das nicht auch einer von One Piece? Ich glaube, das ist einer von One Piece. Okay, sehr schön. Dann machen wir das nochmal und... das nochmal. Und die sind ja ganz einfach. Die besiegen wir 0,0. Hä, jetzt kommst du schon mit dem zweiten Ding? Coonzilla? Weil die anderen alle flüchten oder was? Haben keinen Bock mehr hier drauf, immer getötet zu werden. Sehr schön. Okay, die sind auch einfach. Wieso treten überhaupt noch so einfache gegen uns an? Ich meine, wir haben Naruto und R2-D2. Was sollen die machen? Und wir haben Son Goku. Hallo? Die können nichts gegen uns machen. Wir haben Metal Gear Solid. Ist ja auch der neue Teil gerade rausgekommen. Den möchte ich auch mal spielen. Der soll ja ganz gut sein eigentlich. Soll ein bisschen wie Splinter Cell sein, habe ich gehört. Aber das... war ja schon immer so. Ich muss echt zugeben, dass ich noch nie einen Metal Gear Solid gespielt habe. Ich wollte es früher mal spielen. Aber es war halt immer ab 18. Und da ich da noch keine 18 war, durfte ich das nicht spielen. Ja, ja. Die traurige Wahrheit über mein Leben. Und jetzt, wo ich 18 bin, habe ich keinen Bock mehr, das zu spielen irgendwie. Nur halt das Neue, wenn dann überhaupt. So, alle vernichten hier. So, was graden wir denn mal ab? Wir nehmen das hier. Das geht nämlich immer um 2 Sekunden runter. Das ist eigentlich voll geil. Wir sparen jetzt mal, dass wir ganz schnell unsere Leute mal wiederholen können. Na, schaffen wir diesmal den Tank? Sollte eigentlich. Wir haben auf jeden Fall leben noch alle. Der schießt mit Raccoons hier rum. Mit kleinen Waschbären. Die laufen dann immer zur Seite hinweg. Oh, wir kriegen den schon wieder nicht hin. Oh, verdammt, der ist ja richtig stark. Aber das ist ja richtig süß. Der verschießt einfach kleine Raccoons. Oh, das finde ich voll nice. Ich finde das nice. Okay, hier. Okay, die werden natürlich auch übelst teuer mit der Zeit. Lohnt sich vielleicht andere Sachen sogar doch dann ein bisschen mehr später. Bis man halt ein bisschen mehr Fische hat.
Vielleicht sollten wir auch auf 5000 sparen, sodass wir da oben dann noch einen machen können, der damit angreift. Weil ich glaube, die bringen auch eine Menge. Die auf der Burg. Ich glaube schon. Pam, pam, pam. Aber wir kriegen jetzt auch richtig viele Fische mit der Zeit. Ich meine, guck mal, wir machen jetzt hier eine so eine Welle und haben dann gleich 200 Fische mehr. Ist schon nice. Okay, Platoon 13 ist abgehauen, weil die keinen Bock mehr drauf hatten. Nice. So, irgendwas Neues. Irgend so ein Kung-Fu-Meister. Sah auf jeden Fall so aus. Aber den hatten wir, glaube ich, schon. Wieso sehen die beiden eigentlich gleich aus? Das sind sogar die gleichen. Den hier haben wir gerade bekommen. Hm. Verteidigung oder dass die schneller angreifen, machen wir. So. Easy. Und dann hätte ich gerne noch ein paar mehr Fische. Obwohl 22 Fische jetzt auch nicht so viel sind, oder? Immer nur ein Fisch mehr? Hm. Naja. Ist das auch einer von Avengers, der in der Mitte? Der da so rumfliegt? Ist das, soll das Loki darstellen oder sowas? Kann das sein? Das steht ja leider nie dabei. Oh, Moment. Verteidigung. Gegen den Tank, Verteidigung. So, aber diesmal schaffen wir das ja wohl. Ich meine, unsere ganzen Leute leben wieder. Solange da nicht Mario angreift, da hinten rechts. Sollte das doch eigentlich? Nein, Naruto ist gestorben. Nein, ihr müsst Naruto schnell wiederbeleben. Oh Gott. Der Tank ist so fucking stark. Nee, schaffen wir nicht. Nee. Wie viel der abzieht, ey. Das ist ja nicht normal. Ups, Moment. Was haben wir denn sonst noch so? Immer, wir haben eigentlich nur Verteidigung hier drin, ne? Und halt Fische. Hier, der Heilungstyp. Vielleicht... Brauchen wir wirklich so einen Heilungstypen? Vielleicht wäre sogar einer, der sich wiederbelebt, besser, oder? Hier, mit 21%. Nehmen wir ihn mal. Wen haben wir jetzt rausgenommen? Nicht Naruto, okay. 21%, dass er wiederbelebt wird. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Der da oben hat nur 7%, den wir eben hatten, hatte, glaube ich, mehr, oder? Der hier hat zumindest 9. Achso, wir haben Mario weggegeben, okay. Jo, ich glaube, das ist besser. Dann haben wir auch da unten keinen mehr, der irgendwie Fernkämpfer ist. Ich glaube, die sind alle Nahkämpfer. Und ich glaube, unten sind Nahkämpfer sogar besser als Fernkämpfer. So meine Theorie. Ob die stimmt, weiß ich nicht. Hier und das. Der ist ja einfach der erste Boss. Easy peasy. Der zieht nicht mehr Leben ab. Na, 58. Aber wir ziehen ja die ganze Zeit 53 ab. Easy. So. Das sind auch kein Problem. Dieser Tank ist halt schlimm. Ich frage mich ja, wie viele Bosse es insgesamt gibt. Und ob es überhaupt ein Ende gibt. Wahrscheinlich gibt es irgendwann ein Ende. Aber da muss man erstmal richtig stark werden. Wir haben Sailor Moon oder so bekommen. Geil. Moment. Noch ein bisschen Angriff. Ist immer gut. Haben wir eigentlich schon Kenny? Nee, ne? Ich hätte jetzt gerne mal Sasuke oder Sakura. Die gibt's auf jeden Fall. Also, dass es Sasuke gibt, das weiß ich. Weil den hatte ich bei meinem ersten... Bei meinem Testspiel habe ich Sasuke schon gesehen. Oder Sasuke, wie er im Anime heißt. In echt. Im Original. Oh, sind wir echt schon so stark, dass wir den jetzt... Oh, ja, komm. Geilo, wir haben den Tank besiegt. Easy. So. Jetzt das, noch ein bisschen Verteidigung und den. Und die haben sogar noch recht viele Leben. War, glaube ich, gut, dass wir den ausgetauscht haben. Durch den einen, der wiederbelebt werden kann. Obwohl, hä? Das bringt ja eigentlich noch gar nichts. Er wurde ja noch nicht wiederbelebt. Vielleicht wird er gleich wiederbelebt. Mal drauf achten. Oben rechts? Nee. Okay, die Chance auf die Wiederbelebung hat er leider nicht genutzt. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Nee. Was die für Waffen haben. Oh mein Gott. Und da ist so ein General dabei. Okay, den General haben wir aber besiegt. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh. Er lebt wieder. Komm, töte alle. Du schaffst das. Einer gegen 5. Easy. Oh, sind sogar 6. Einer gegen 6. Easy. Oh. Gegen Green Lantern kam er dann doch nicht an. Schade. Schokolade. 12 Heilung. Okay, tun wir dich mal hier unten rein. So. Haben wir hier noch einen neuen? Nö. Ich glaube, Son Goku ist da oben gar nicht mal so gut. Obwohl, was macht denn überhaupt dieses
Chance to restore the health of all cats. A chance to create an aura of restoring the health of your party. Ja, ist gar nicht so schlecht. Wir gehen halt gerade sehr doll auf Fische, ne? Dass wir hier immer mehr Fische bekommen. Ob das so eine gute Idee ist, muss man... Eigentlich schon, oder? Dann geht das zumindest schneller, dass wir hier aufleveln können. Ich glaube, das ist noch okay so. Später dann beim letzten Boss oder so müssen wir dann vielleicht mal umswitchen auf mehr Schaden. Beziehungsweise bessere Fähigkeiten als Fische. Aber noch geht das, ja? Noch ist das alles okay. Die Waschbären, die überhaupt nicht verkleidet sind, die sind richtig schnell tot. Das ist voll nice. Meister Goku, du musst alle Leute heilen. Ach so, diese ganzen Fähigkeiten kommen erst, wenn er hier voll ist, da unten. Ah. Den sollten wir eigentlich wieder hinbekommen, aber der macht so viel Schaden, ey, das ist unglaublich. Töte mal den oben rechts. Wie auch immer das darstellen soll. Der soll mal wieder belebt werden. Er hier. Er hier oben. Oh, R2D2 sieht auch nicht mehr gut aus. Moment. Das ist alles so teuer. Okay, R2D2 lebt aber immer noch. Ist nice, ist nice. Die sehen halt schon wieder so richtig heftig aus. Ich glaube, das wird schwer, gegen die zu gewinnen. Ah, vier Leute. Ne, fünf Leute haben wir sogar noch. Oh, dann kann das sogar was werden. Okay, sieht gut aus. Geilo. Noch ein bisschen Verteidigung. Und wir haben Green Lantern bekommen. Green Lantern ist doch bestimmt richtig gut. Wo haben wir ihn denn? Den Green Lantern. Wo ist er? Da. 22 Fisch. Krass. Okay, packen wir den statt den 10 Fisch dahin. Das ist echt krass. 22 Fisch. Jetzt haben wir hier halt nicht so viel Verteidigung, ne? Und überall nur Fisch. Egal, Fisch ist gut. Captain Hook. Ist das, glaube ich, und ein Gliomander. Zwei Gliomander sogar. Geil. Und wir haben den aus Schweigen der Lämmer bekommen. Nice. Krass, wir kommen voll weit. Der lebt auch wieder. Geilo. Genudigu. Irgend so ein Vampir da unten? What the fuck? Weiß ich auch rüber. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Vampir herkommt. Soll das etwa Edward sein? Man weiß es nicht. Naruto lebt wieder. Sehr schön. Oh Gott, Freddy Krüger. Nein, wie sollen wir nur gegen Freddy Krüger ankommen? Das ist nicht möglich. Nee, ich glaube, wenn jetzt nicht gleich jemand wiederbelebt wird. Nee, schaffen wir nicht. Aber wir haben Freddy Krüger bekommen. Nice. Ich will nicht, dass das Game pausiert. Ich weiß nicht, warum das andauernd pausiert. Vielleicht speichert er dann. Das kann sein. So, wo ist denn Freddy Krüger? Ey, hier ist doch bestimmt voll gut. Nee, ist er gar nicht. 15 Heilung. Ja, klar, Freddy Krüger. Aber du bist... Ah, Freddy... Du... Nee, dann... Ach Gott. Dann kommen wir da unten hin. Haben wir zwei Freddy Krügers? Nee. Wir brauchen halt noch einen Fernkämpfer, der auch irgendwie heilt. Na gut, Mario, dann kommst du wieder dahin. Freddy Krüger heilt? What the fuck? Er ist halt quasi wie so ein Gengar. Geht in die Albträume der Gegner und zieht denen dann die Lebensenergie. Und gibt sie uns selber. Geil. So, ich glaube, wir sparen jetzt mal 5000, damit ich nochmal die Burg ein bisschen ausbauen kann. Denn jede Katze zählt. Und ich glaube, 5000 kriegen wir sogar recht schnell hin, oder? Ich glaube schon. Jetzt haben wir schon 1000. Ach, das wird schnell gehen. Nach dem Tank haben wir wahrscheinlich so 3000, würde ich mal behaupten. Oder 2500 so. Der kommt ja jetzt schon, ne? Oh. Oh Gott, du kannst doch nicht Naruto töten. Lass mal Naruto in Ruhe. Oh Gott, Naruto hat nur noch so wenig Leben. Nach einem Treffer ist er wahrscheinlich tot. Aber er heilt sich gerade ein bisschen.
glaube ich. Sehr schön. Ja, 3000. Habe ich gut geschätzt. Die sind wieder einfach. Na, vielleicht kriegen wir sogar durch diese Runde schon 5000. Das wäre nice. Das wäre richtig nice. Oh nein, das Naruto. Nein, Naruto ist gestorben. Heilt Naruto, schnell. Ich brauche ihn. Pam, 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 pam. Ja, Naruto ist wieder da jetzt. Können wir nur noch gewinnen. Und wir haben den Joker bekommen. Geil. Okay, haben wir auch bekommen. Irgend so einen Kapitän haben wir auch bekommen. Und wir graden ab. Geilo. Okay, was packen wir da oben jetzt noch rein, ist die Frage. Was packen wir da noch rein? Hier so. Jo. Okay. Hä? Glumanda ist Fernkampf? Ja gut, mit seinem Feuer, aber... Ja, okay, ich sag nix. Dann ist Glumanda halt ein Fernkämpfer, der uns mitteilt. Ja, Glumanda schießt sogar so Feuer. Achtet mal auf Glumanda oben. Da, oh, so ein kleines, süßes Feuer. Das ist ja voll geil. Ach, Glumanda, ich mag dich. Heil mal meine Leute. Das wäre ganz nett. Und wir haben Odin Acker Jesus bekommen. Geil. Sah auf jeden Fall so aus. Yay, Freddy Krüger ist wieder da. Wieso hat Green Lantern eigentlich so eine komische Waffe und ist trotzdem Nahkämpfer? Luigi, hallo Luigi. R2D2 schon wieder. Ich hätte jetzt aber gerne mal einen Naruto-Charakter. Kann doch nicht sein, dass hier keine Naruto-Charaktere mehr kommen. Das, dann bringen wir erstmal alles auf so 1000, dass sie mindestens 1000 kosten. Ein Pac-Man, yo! Und hier, wie heißt die? Diese eine Katze? Nyan Cat! Eine Nyan Katze! Die ist bestimmt auch geil. Das sind sogar zwei Nyan Katzen. Oh Gott. Überall diese Nyan Katzen. Oh Gott, schaffen die das? Oh Gott, nein! Der letzte! Und hier wäre gerade jemand rausgekommen. Verdammt. Na gut, du und dann kosten die alle mindestens 1000. Okay, haben wir gut aufgeteilt, soweit. So. Easy peasy, hallo Kunzilla. Aber ich glaube, wir haben schon ein recht gutes Team bisher. Können wir eigentlich noch weiter ausbauen? Nee, ne? Was heißt denn Schieben? Kann man das auch irgendwie ändern? Man weiß es nicht. Wow, das hat gar nichts gebracht. Das ist kein bisschen runtergegangen. Oder? Also ich glaube, das war eben auch schon bei 3,3. Tai. Umsonst geupgradet. Geil. So habe ich das gern. Wer auch immer das ist. Wir haben irgendeinen Taucher bekommen. Geil. Ach komm schon. Ich möchte zumindest einen Naruto-Charakter noch in dieser Folge. Zumindest ein. Das wäre schon ganz geil. Unsere Leute haben halt noch volle Leben. Ist okay. Okay, der zieht aber viel ab. Das ist krass. Aber wir ziehen mehr ab. Du mit deinem blöden Waschbären, bleib zu Hause. So, und das will ich mal gucken. Ah doch, bringt doch was. Dann habe ich vielleicht eben nur falsch geguckt. Wir können natürlich auch alles voller Pokémon machen. Aber ich will nicht alles voller Pokémon haben. Wir Naruto-Charaktere haben. So, da werden meine Leute geheilt. Das finde ich sehr schön. Das war, glaube ich, einer von Ninja Turtles, den wir gerade bekommen haben. Piccolo! Oh komm, gib mir Piccolo. Ich will den Piccolo haben. Ein Piccolo-Skin, der ist bestimmt recht gut. Ah, wir kriegen nur so einen komischen, wie auch immer das sein soll. Aber kein Piccolo. Schade, schade. Schokolade. Und der Typ aus Futurama hat einfach nur eine kaputte Flasche in der Hand. Wie ist der nochmal? Bender. Bender, genau.
Nicht wie die, Bänder, sondern Bänder. Nio, Nio! Verheilt ihn schnell! Jetzt hat das sogar schon zwei Fische gebracht. Nio, Nio! Fleckmann hatten wir doch schon. Wie unnötig. Okay, wir kommen aber gerade recht weit. Was? Glakun? Was ist das denn für ein Ding? Ach so, von Portal. Yo, was? Ach du Scheiße, ist der stark. Ach, yo. Hör auf mit deinem Portal, mich anzugreifen. Au, au. Ich kann mit Freddy Krüger nicht angreifen. Ich kann nicht angreifen. Es ist grau. Okay, GLaDOS ist böse. GLaDOS ist richtig böse. Ach du Kacke. Ist alles so teuer. Mann. Okay, haben wir vielleicht noch irgendwas Besseres bekommen? 12 Heilung. Aber es ist halt kein Fernkämpfer. 26 Fische bringt der Fleckmon. What? Warum? Egal, den nehmen wir. Statt Naruto. Ich kann doch nicht statt Naruto. Okay, wir müssen einen besseren Naruto bekommen. Verdammt. Toll. Ich wollte ein volles Naruto-Team. Und hab den einzigen Naruto-Charakter, den ich hatte, jetzt rausgepackt. Ganz toll. So, was haben wir sonst noch so? Vielleicht sollten wir auch mal so ein Einfrier-Ding nehmen. Bin mir aber nicht sicher. Hier noch 18%, aber das ist kein... Das ist nur ein Nahkämpfer. Wir haben auch gar nicht mal so viele Fernkämpfer. Das ist ein bisschen schade. Okay. Jetzt haben wir halt einen Fleckmon statt einen Naruto. Schade, schade. Warum sind wir jetzt trotzdem bei Platoon 4? Verstehe ich nicht. Egal. Boah, stirbt das schnell. Ach du Kacke. Okay. Und jetzt sind wir plötzlich Platoon 15. Eben waren wir noch Platoon 4. Okay, ja gut, okay. Kein Ding. Ich glaube, das Spiel kann nicht so richtig zählen. Verteidigung gegen den Kuhn-Tank. Der inzwischen auch recht schnell stirbt, muss man mal sagen. Ist nice. Boom, das explodiert. Geil. Diesen Katze-Warp-Typen will ich gar nicht haben. Mann, was will ich mit dem? Und wo kommt der Typ in der Mitte her mit diesen zwei Schwertern? Kommt der aus Van Helsing? Das ist der aus Van Helsing, gell? Ich glaube, das ist der aus Van Helsing. Ich glaube, da gab es so einen. Da, Piccolo. Unsere Chance. Holt euch Piccolo. Dann haben wir Son Goku und Piccolo. Das wäre doch super. Nö, kein Piccolo für uns. Schade, schade. Das ist so teuer. Oh Mann. Ich will jetzt mal einen Naruto-Charakter. Ich sag das viel zu häufig, aber kann doch sein, dass gar keiner kommt. Aber ich frage mich, warum wir eben GLaDOS nicht angreifen konnten. Nachdem die wiedergeboren worden sind. Das war sehr merkwürdig. Hat uns irgendwie gestunt oder sowas. Oh Gott, nein. Da kommt wieder Glakun. Verteidigung? Verteidigung. Verteidigung gegen Glakun. Los, diesmal schafft ihr das. Eventuell. Oh Gott, lasst euch doch nicht alle treffen. Oh nein, Fleckmon, nein. Alter, die ist viel zu stark. Guckt euch das an. Die greift halt drei auf einmal an. Ihr blöden Würfeln. Belebt ihn schnell wieder. Oh Gott. Oh Gott. Okay, der wird wiederbelebt. Greif ihn an. Greif ihn an. Greif ihn an. Aua. Greift ihn alle an. Ich kann jetzt wieder nicht angreifen. Wenn nur noch einer da ist, dann kann ich irgendwie nicht mehr angreifen. So richtig merkwürdig. Aber na gut. Hier, 7 Sekunden. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann das noch. Okay.
Okay, es fängt mit Kunstler an. Warum nicht? Finde ich ganz nett. Okay, Heilung für jeden, obwohl wir noch gar keine Heilung bräuchten. Ich hätte jetzt gern den Piccolo. Das ist krass, wie schnell man hier auflevelt. Ich meine, der Kuhn-Tank war eben noch unerreichbar für uns, jetzt ist er voll einfach. Obwohl er immer noch recht viel Schaden macht. Zumindest an zwei Leuten. Okay. Dann bringen wir mal alle so auf 2000, würde ich sagen. Alle 3 Sekunden, ist auch ganz nett. Wenn die alle ein bisschen schneller angreifen. Da, Piccolo, holt ihn euch. Oh, haben wir schon wieder nicht bekommen, oder was? Oder? Nö, leider nicht. Schade, schade. Mein Team ist zu blöd, dem Piccolo seine Klamotten auszuziehen. Kommt jetzt wieder Glarkun? Nee. Aber hier nach, glaube ich, oder? Noch an meine Leute. Oh, ein Pac-Man. Noch an meine Leute, nämlich recht viele Leben. Pac-Man ist wahrscheinlich ein Nahkämpfer, oder? Ja. Was bringen denn diese Schuhe? A chance to get another increase the speed of the arrow and commander. Achso. Hm. Dann greifen die hier oben. Und der Typ hier unten schneller an. Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt. Los. Komm schon, meine Leute haben gerade so viele Leben. Das können sogar was werden. Das können sogar wirklich was. Oh. Oh, wir besiegen GLaDOS. Geilo. Und haben richtig viele Fischer dadurch bekommen. Oh, krass, Alter. Krass. Richtig krass. So, Verteidigung. 1000 Verteidigung haben wir schon, Alter. Alter, voll geil. Oh, da hinten von The Legend of Zelda. Sheik. Da hinten ist Sheik. Holt euch Sheik. Oh, meine Leute sterben alle. Hä? Wir können doch nicht gegen GLaDOS gewinnen und dann gegen so einfache Gegner hier verlieren. Nein. Okay, er wird wiederbelebt. Also diese Runde schaffe ich noch. Uff. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Wir machen noch ein bisschen Verteidigung. Verteidigung ist, glaube ich, immer gut. Aber wir haben nur noch einen Typen. Der Minecraft-Typ hier ist da. Und der Freitag... ja, ich weiß, was du... Scream. Scream heißt er. Dieser Scream-Typ ist auch da. Sehr schön. Ich glaube, wir verlieren jetzt aber. Trotz der Verteidigung. Oh, Mann. Oh, warte. Da lebt immer noch einer. What the fuck? Okay. Sehr interessant, sehr interessant. Die Sheik hätte ich aber auch gern. Dann gibt es doch bestimmt auch Link, oder nicht? Und Zelda. Es gibt sowieso noch voll viele. Wir haben ja erst richtig wenig. Da gibt es noch jede Menge. Jede Menge. Sind die gräulichen eigentlich die Weibchen und die etwas bräunlicheren die Männchen? Man weiß es nicht. Oder kennt man nur die Männchen? Ich bin mir da nicht so sicher. Moment, erstmal noch hier, dass die schneller angreifen. Was meint ihr, wie weit geht das noch runter? Bis auf 0%, dass sie dann die ganze Zeit angreifen? Das wäre ja richtig krass. Das wäre schübige Chris. Okay, machen wir noch diese Welle und dann war es das erste Mal. Vielleicht kriegen wir noch Piccolo. Das wäre ganz schön. Piccolo, gib mir jetzt den Piccolo. Scheinbar nicht, schade. Hätte ich schon gerne gehabt. Aber wir haben diesen komischen Vampir bekommen. Der garantiert diesen Vampireffekt, oder? Was macht eigentlich das Sword-Typi? 10% Heilung? Das ist gar nicht mal so gut. Hm.
Wo ist denn der Typ? Hä? Ist das ein Fernkämpfer? Tatsache. 14% Heilung. Und das als Fernkämpfer. Okay, Mario, du musst leider weggehen. Tut mir leid. Dann nehmen wir den. Nehmen wir den, nehmen wir den, nehmen wir den, nehmen wir den, nehmen wir den. Oha, hier gibt es noch 24%. Okay, Arng, du musst leider deinen Platz lassen. Tut mir leid. Aber es muss sein. Und dann machen wir noch ein bisschen Angriff. 150 Attacke, geil. Alter. Und wir haben Bänder bekommen. Geil. Was macht Bänder? Moment. Ich schaue nach. Wenn ich wüsste, wo er ist. Da ist er. Okay, irgendwie dieses Fettsein-Syndrom. Was auch immer das macht. Ich weiß es nicht. Und noch mehr 2D2. Aber wir hatten schon einen R2D2, das ist voll merkwürdig. Hätte ich ja auch geraten. Lieber abhauen. Okay, unsere Leute haben noch fast volle Leben. Ich glaube, der sollte kein Problem sein. Er macht trotzdem so sau viel Schaden, ist die Sache. Wollen die Würfel? 250 Schaden, ey. Ist krass. Oh Gott, ihr müsst euch heilen. Mehr Verteidigung, mehr Angriff. Oh, Naruto. Vielleicht ist das ja ein besserer Naruto, dann könnte ich wieder Naruto reinpacken. Wäre schon nice. Okay, 5 Leute leben aber noch. Und ich möchte jetzt die Sheik. Komm, gib mir die Sheik. Den Minecraft-Typen brauche ich nicht. Moment. Das. Na, kriegen wir den Sheik? Nö. Was sind das denn für komische Kreaturen? Ach, das ist der von Garry's Mod. Aha. Und ein Wookie ist da. Geil. Und wir haben den aus Adventure Time bekommen. Auch sehr nice. Da! Nee. Oh, das ist der wie heißt das? Das ist auf jeden Fall L. Wie heißt denn? Death Note. Von Death Note. Geil, ich will L haben. L von Death Note ist nämlich toll. Ich habe L nicht bekommen. Oh. Traurige Wahrheit. Ob ich das verschmerzen kann, ich weiß es nicht. Aber wir haben irgendwas anderes bekommen. Den G-Man. Um 25%, dass er doppelt angreift. Ist nicht so schlecht. 30%. Alter, was? Aber wollen wir den nehmen statt dieser Wiederbelebung? Ja, komm. Sieht sowieso cooler aus. Jetzt kriegen wir noch mehr Fische. Oh, so viele Fische. So many fishes. Guck mal, der Typ aus Tron, auch schön. Oh, wir kriegen so viele Fische. Das ist unglaublich. Ah, unglaublich geil. Ein Pikachu und Sauron. Hi. Und wer ist das hinten rechts? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kennt ihn jeder, nur ich nicht. So ein Sauron ist bestimmt auch mega stark. Okay, kann knapp werden. Eventuell... Ne, schaffen wir noch. Schaffen wir noch. Jo. Easy. Und der eine Typ kommt sogar noch wieder. Wir haben den Big Daddy bekommen, der leider nichts bringt. Verteidigung. 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 Immer nur Verteidigung. Jo, ein Patrick Star, ist klar. Das hat sich gereimt. Ich bin ein guter Reimer. Und kein Schleimer. Okay, der eine ist zumindest wiedergekommen. Ich glaube aber, wir haben jetzt verloren. Den einen haben wir noch besiegt. Verdammt. Okay, würde ich aber sagen, langt das für diese Folge. Wir haben recht viel geschafft. Haben leider... Guck mal, zwei Sonics. Geil. Haben leider keinen Naruto-Charakter dazu bekommen. Dafür haben wir aber unser Team um einiges verbessert. Oh, guck mal, der heilt um 20. Gut. Dann kommst du noch mal rein statt Freddy. Was haben wir hier oben? Haben wir da vielleicht noch irgendwas Besseres? Ist halt die Frage, ob dieses Massenheilen eventuell besser ist als dieses alleinige Heilen. Hm.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.